Ja, geschätzte Frau Ministerin, Herr Minister, meine sehr geehrten Herren, vor allem aber meine Damen und Herren auch von meiner Seite seitens des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes ein herzliches Grüß Gott. Die österreichischen Feuerwehren sind über den EU-Mechanismus gerufen worden, Kräfte, Gerät einzuwenden. Das ist passiert Anfang des letzten Wochenendes. Und wir haben dort Gerätschaften eingemeldet. Und dieses Hilfeangebot wurde von Balkan im Großen und Ganzen so angenommen. Das heißt also, wir haben dort Kräfte entsenden dürfen und selbstverständlich natürlich auch das gerne gemacht. Die Feuerwehreinheiten sind seit dem Wochenende in Serbien, in Bosnien im Einsatz. Es sind dies primär Einheiten aus österreichischen Regionen der Landesfeuerwehrverbände, die also selbst nicht betroffen sind. Es sind es Einheiten aus Niederösterreich, aus Wien, es sind Einheiten aus Oberösterreich, aus Salzburg und auch aus Kärnten. Unterstützung haben wir auch bekommen aus dem Bereich der österreichischen Wasserrettung, die also dem Feuerwehrverband so quasi unterstellt sind. Unsere Einheiten sind, wie gesagt, seit dem Wochenende dort. Mit dem Gerät, das wir dort einsetzen, sind in erster Linie Boote. Wir haben in Summe größer als 250 Menschenrettungen bisher durchführen können. Es sind sehr viele Tierrettungen erfolgt. Personen sind in Sicherheit gebracht worden, auch im Zusammenspiel mit dem österreichischen Bundesheer dort vor Ort, also wo also das Fluggerät primär eingesetzt wurde. Eine Einheit aus Salzburg hat auch eine Hochleistungspumpe dort mitgebracht, die ist derzeit auch in Einsatz und es laufen diese Einsätze derzeit weiter. In Summe haben wir in Serbien 50 Personen und Mitglieder, die dort tätig sind, aus unserem Bereich, aus dem Bereich der Landesfeuerwehrverbände und in Bosnien, wo also primär die niederösterreichischen Einheiten, Wiener Einheiten dort präsent sind, sind eigentlich 34 Feuerwehrleute unterstützt mit Kameraden der Wasserrettung dort vor Einsatz. Es hat sich gezeigt, dass also das Einsatzausmaß enorm ist. Es gibt massive Überschwemmungen, Infrastruktur ist zusammengebrochen, wurde berichtet und es sind also aus unserer Sicht Schadenstellen abzuarbeiten. Es gibt dann immer wieder auch zusätzliche Aufträge, dann schockt das Ganze wieder mal. Also hier hat sich gezeigt, dass also die österreichischen Feuerwehren sehr gut aufgestellt sind. Wir können das Gerät, das wir dort vor Ort haben, auch bestens präsentieren und einsetzen und auch damit natürlich einen kleinen Beitrag zu leisten, diesem Schadensausmaß, das für die Bevölkerung vor Ort doch enorm ist. Es hat sich aber auch gezeigt, dass es nichts bringt, also Leute dort unkoordiniert hinzusenden. Da ist es auch ganz, ganz wichtig, dass das über die Hilfsorganisationen auch erfolgt. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass wir also die Leute ja selbstverständlich auch ablösen in so einem Rhythmus von 2-3 Tagen. Wir schicken neue Kräfte dorthin, es werden die Leute abgelöst. Auch hier zeigt sich, dass dieses Rotationssystem durchaus Sinn macht. Und ich darf mich in diesem Zusammenhang natürlich primär bedanken bei unseren Feuerwehrmitgliedern, bei unseren Kräften, die dort vor Ort sind, die sich bereit erklärt haben, dort in Ehrenamt so quasi tätig zu sein. Ein großes Danke und auch der Dank an die vielen, vielen, vielen Arbeitgeber, die es eigentlich ermöglichen, dass dieser Freiraum geschaffen wird, dass man dort in Einsatz gehen kann. Das ist auch ein wesentlicher Aspekt, damit dieses System dieser ehrenamtlichen Einsatzorganisation auch vorher dort entsprechend funktionieren kann. Danke.